Moin Moin und Hummel Hummel Moos Moos zu meinem neuen Format. Das Format heißt Fliegst du oder bleibst du? Die zweite Chance für dich. Los geht's. Aber jedenfalls mein neues Format heißt Fliegst du oder bleibst du? Es geht um Filme, die man sich mal geholt hat, weil man gedacht hat, doch, Mensch, der könnte ja mal interessieren. Und dann hat man den angeguckt und hat gedacht, ach nee, so doll ist er ja nicht. Dann hat man ihn ins Regal gestellt und dann steht er da. Und steht er da und dann steht er da und steht er da und du gehst da mal vorbei und denkst, ich guck den mir jetzt mal. Nee, ich nehme doch lieber den anderen. Oder dann denkt man immer drüber nach, so, wie war der jetzt nochmal? Du fandst ihn noch nicht so doll. Naja. Jedenfalls gibt es Filme, die man nicht mehr so anguckt. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das Format, in dem ich mir nochmal Filme angucke, die ich mir einmal nur angesehen habe und gedacht habe, naja, geht so, ne? Und diesmal als erstes habe ich den Film Don't Look Up von Hideo Nakata, dem Machern der Ring-Trilogie. Ja, hatte ich mir den beim Kauf erstmal schön, ja, hört sich ja ganz gut an. Und dann die Bilder hinten drauf und dieses Vibe, was so auch so ein bisschen versifft und mit nassen Haaren da rumläuft, wie es auch in The Ring und The Grudge und so, mit diesen Haaren im Gesicht und dem weißen Kleid. Ja, habe ich gedacht, Mensch, die Geschichte hört sich ja auch ganz gut an. Also Regisseur Marcus Reed wird von paranormalen Visionen um die Zigeunerin Lila Kiss verfolgt und beschließt in Rumänien das Remake des Horrorfilms, in dem Laila die Hauptrolle spielt, zu drehen. Er ahnt nicht, dass das alte Filmstudio mit einem Fluch des Teufels belegt ist. Während des Drehs werden übernatürliche Kräfte zum Leben erweckt. Eine Tür der Vergangenheit öffnet sich und dunkle Mächte terrorisieren die Crew. Wem wird es gelingen, dem Grauen vollem Ort zu entfliehen? Oder lebendig zu verlassen? Na, jedenfalls habe ich das dann gekauft. Und zur Überraschung war das als Innenleben. Ich fand das ziemlich beeindruckend oder ziemlich toll. Das ist mal nicht irgendwie das Cover, Frontcover oder so, sondern mal was anderes war. Das fand ich ganz gut. Sie fliegen, die Fliegen des Grauens. Und es ist natürlich auch von Koch Media rausgebracht. Das sieht man an den glänzenden DVDs. Der Film ist ab 18 Jahren, wie man sieht. Und mit Bonusdisc. Und so weiter und so fort. Ja. Nach 25 Minuten gucken, dass er nach Rumänien fliegt und bla bla bla. Seine Visionen und so weiter. Kommt es erstmal eine tolle Splatter-Szene, die mir eigentlich ganz gut gefällt, wo ich denke, ups, das ist ja eklig. Und ja, auf jeden Fall hat dieser Film auch ziemlich viel mit diesen komischen Fliegen, wie man hier sieht, zu tun, weil die Fliegen greifen die Menschen an in dem Film. Boah, gruselig. Zum Beispiel, da kommen auch ziemlich einige Szenen vor. Zum Beispiel auch mit dem Auge, dass aus dem Auge eine Fliege kommt. Aus einem Monitor, also Fernsehbildschirm oder Computerbildschirm, kommt dann eine echte Fliege auf einmal rausgeflogen und das kommt mir ja bekannt vor, wie aus The Ring. Und es ist ja auch klar, weil der Macher dieser Hideo Nakata ist ja der Produzent von The Ring und ja, The Ring-Reihe. Ja, wie schon gesagt, einige eklige Splatter-Effekte sind schon dabei, nicht viele, ich sag mal so 4 Johannes Bergelet. Es ist so eine Atmosphäre wie bei Hostel, finde ich. So dieses alte, kaputte, so Rumänien-muffig irgendwie. Wenn der Film, also ich finde, der Film wäre besser rübergekommen, wenn das wirklich in einer modernen
Umgebung wäre. Finde ich, weil es ist einfach für mich dann erschreckender, wenn man in einem modernen weißen Studio oder so auf einmal so eine Figur oder Blut oder irgendwie sowas, das kommt besser rüber, als wenn es in diesem altmodischen, schon runtergekommenen Zeug, also für mich ist es irgendwie so. Es kommt einfach, also in einem moderneren Look wäre das für mich effektiver gewesen. So, die Auflösung am Ende ist natürlich auch ganz okay. Und beim zweiten Mal sehen ist der Film eigentlich ganz okay. Achso, was ich noch erzählen wollte hier, der Hauptdarsteller ist ganz ansehnlich. Es ist so eine Mischung aus Josh Hartnett und Colin Farrell. Ja, auch was für die Mädchen dabei. Und mein Fazit, ich würde sagen, ja, für nochmal angucken, wenn man echt wirklich Riesenlangeweile hat, ist der gut. Und ja, kann man sehen und definitiv bleibt der Film in der Sammlung. Ja, Leute, das war's für heute Abend in der Hitze. Wir braten hier noch weiter, während mein Computer läuft und brät uns jetzt schön den Schädel aus dem Kopf. Nee, das Gehirn aus dem Kopf, brutzel, brutzel. Ja, das wollte ich sagen. Und in Hamburg sagt man Tschüss.